einfach nur froh, dass ich unterschreiben konnte, jetzt nochmal 2 Jahre dranhängen kann beim besten Verein der Welt. Tolle Zeit auf jeden Fall. Also am Anfang, als ich hochgekommen bin, standen wir ziemlich unten drin mit der Relegation, haben wir mitgefiebert, dass wir in der ersten Liga bleiben. Aber am Ende ging es fast nur steil bergauf. Lange hier gespielt zu haben, dann echt eine Zeit mitgemacht zu haben, wo es steil bergauf ging, wo wir echt eine schöne Zeit auch miterlebt haben. In jedem Training Vollgas, in jedem Spiel, wo ich auf dem Platz stehe, versuche ich alles rauszuhauen. Und das werde ich auch bis zum letzten Tag machen, wo ich für Borussia Mönchengladbach spiele. Borussia wird immer mein Verein sein. Ja, ich flachse immer mit Chris Kramer schon ein bisschen, weil der eine Wohnung in Düsseldorf auch hat, wo er bleiben will später mal. Und da sage ich immer, ja, da kommst du nach der Karriere, kommst du samstags morgens zu mir, dann chillen wir noch ein bisschen im Garten und irgendwann holen wir uns die Fahrräder, fahren zum Borussia-Park. Wir haben uns auch eigentlich schon Plätze rausgesucht. Wir wollten ungefähr da, wo es B oder O ist. Also da wollten wir uns ein paar Dauerkarten sichern. Wollten uns da mit ein paar Freunden hinsetzen, mit einem Bierchen, mit der Bratwurst. Ja, und dann Borussia siegen sehen.